Seltsam. Ach, wir haben eine Hacke dafür gekriegt. Okay. Ja, schwache Reaktion. Guten Morgen, Ezio. Ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich will die Ziege. Gib mir die Scheißziege. Ich will doch nur die Ziege haben. Lauf mal eine kleine Höhenklau, lauf. Oh, mittleres. Nett. Und eine neue Höhenklau. Ich freue mich nachher, meinen neu erstellten Zwerg weiterzumachen. Sehr geil. Und welche Klasse? Zwerge habe ich bisher noch gar nicht gespielt. Ich habe einen Baden, einen Hobbit-Baden und... Oh Gott. Ich glaube, mein Mensch ist Waffenmeister. Und ansonsten ist alles nur Elben. Entweder Jäger oder Runenbewahrer. man weiß nicht, worauf ich am meisten stehe. Wie wäre gerade ich? Belega. Auf Gwaihir hier habe ich einmal meinen alten Privatschar. Da ich dafür Geld ausgegeben habe, wollte ich jetzt nicht für den auch noch wechseln. Aber Stream tue ich mit meinen zwei Charakteren auf Belega. Ich habe einmal einen Streaming-Char mit einem Kumpel zusammen. Da der aber zurzeit nicht da ist, möchte ich den ja natürlich nicht allein weitermachen. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich erstelle noch einen Solo-Char, mit dem ich dann halt allein durch die Gegend ziehen kann. Und mit euch Mittelerde sehen kann. Aber gestern auf Belega erstellt. Sehr geil. Vielleicht sieht man sich ja. Juhu, Ausgrabung. Wir sind gerade übrigens dabei, diese scheiß Ziege zu kriegen. Was etwas langwierig ist. Ich habe gesagt, ich mache jetzt nur noch so lange, bis ich hier keine Hacken mehr habe. Und dann, ja, geht's im Breland weiter. Weil wir sind jetzt beim letzten Mal hier ins Breland gekommen. Beziehungsweise Bockland erstmal noch. Und da würde ich dann nachher auch noch so ein bisschen weitermachen. Mit 12 Jahren bin ich schon so leicht ein alter Hase, Lotho. Okay. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen. Ich glaube, das erste Mal Lotho habe ich gespielt mit 17. Ich glaube, mit 17. Bin jetzt 25, also. Ja. Aber ich habe es noch nie geschafft, über Level 40 hinauszukommen. Lotrus, liebe, ja. Oh, ich habe aber so viele MMOs, die ich liebe. Wir haben jetzt vor ein paar Monaten mit FF14 angefangen. Da sind wir mit der Story jetzt soweit durch. Bisher, bis das neue Addon rauskommt. Und ja. Deswegen dachte ich, so als Überbrückung, bis Endwalker kommt, Lotro, dann ist natürlich erstmal wieder größtenteils etwa 14 und danach geht's komplett weiter mit Lotro, weil dann dauert's, glaube ich, bis ein neues Addon rauskommt für das andere. Ich finde das hier halt auch, also eigentlich spiele ich auch noch WoW, aber da bin ich grottig. Ich habe letztes Jahr mit WoW angefangen. Ja, das ist so ein Lückenfüller. Ein Monat ja, 3 Monate nein, ein Monat ja, 6 Monate nein. Und Lotho ist halt wirklich etwas, wo ich jetzt auch am Ball bleiben möchte. Das mir auch echt wieder Spaß macht. Vor allem, wenn ich bedenke, wie viel ich jetzt dazu gekriegt habe, das Spiel zu spielen. Einmal bin ich ja in
So, also mit meinem einen Privatschau und mit meinem zweiten Streaming-Schau bin ich auch in einer etwas größeren Gilde. Und mit dem hier bin ich in einer eigenen kleinen Mini-Gilde, weil ich das doch gefragt wurde. Aber der andere ist in einer größeren. Den Code haben wir eingelöst. Beim Wir. Ich und meine 30 anderen Ichs. Wir haben den Code eingelöst. Für Leute, die das Spiel übrigens auch spielen wollen, haben wir dann auch extra ein Command eingestellt. Damit wir da so ein bisschen Werbung für machen. Zwei haben ihn schon eingelöst. Bin ganz stolz auf meine Leutchen. Sind aber beide noch nicht da, die das auch spielen jetzt. Ja, wir kommen noch auf die 200. Wie geil ist das? Wie geil ist das, bitte? Komm schon. Ja. Genau. Aber das ist, wie gesagt, mit dem zweiten Streaming-Show. Ich hatte erstmal gesagt, ja, erstmal so zum Testen, wie die Leute sind und... Ne? Weil ich bin, was gehen angeht, so ein bisschen vorsichtig. Ich bin immer eher so die eigene macht oder die gar keine hat. Aber ich habe dann halt so ein bisschen rumgeguckt und ja. Es war dann doch eine ganz gute... Ne? Ganz guter Weg. Der hier ist aber halt nicht in Wolfspuls drin. Der hier ist alleine. Also was heißt alleine? In der kleinen Mini-Gilde. Mit dem anderen dann immer mal im Wechsel. Da habe ich gestern schon welchen zugeguckt. Ja, es gibt halt auch ganz viele. Wie ich drauf gekommen bin, einmal, ich glaube, der Gildenmeister hatte mich tatsächlich einmal angeschrieben. Der war beim letzten Mal mit dem Stream. Hat er dann ganz nett gefragt. Hatte ich gesagt, ja, komm, ich überlege mir das erstmal. Bevor ich dir irgendwas sage. Und ich glaube, der Emperor? Der müsste, glaube ich, auch in Wolfpuls sein. Der spielt ja von montags bis freitags, glaube ich, immer. Vormittags. Lotro. Und über ihn bin ich auch wieder zu Lotro gekommen. Davon mal ganz abgesehen. Weil ich hatte es zwar noch installiert, hatte mir aber immer so gedacht, okay, fange ich jetzt nochmal an? Lass ich's? Fange ich's an? Und dann habe ich es am Ende doch wieder angefangen. Hat mich dann einfach doch gepackt. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt der dritte Lotro-Stream. Ich habe, glaube ich, vor knapp einer Woche. Nee, vor 2 Wochen habe ich angefangen. Letzte Woche habe ich nicht viel gestreamt. Vor 2 Wochen habe ich wieder angefangen. Und seitdem suchte ich. Ich suchte sehr. Da ich jetzt auf billiger spiele, ist das eine Umstellung. Tja, oder nichts. Ja, ich hatte hier tatsächlich mehr als auf meinem anderen Server, wo ich eigentlich spielen wollte. Eigentlich wollte ich auf Gwai hier spielen. Aber ich hatte hier diese Mithril-Münzen. Und von diesen Mithril-Münzen konnte ich mir halt direkt am Anfang das Reiten kaufen. Weil ich hatte halt schon ein accountgebundenes Pferd. So. Und dann dachte ich, okay, komm, du hast ein accountgebundenes Pferd, nur von damals. Ja, scheiß drum, dann fängst du halt doch wieder auf Bele an. Wann machst du den Kack da? Ja. So sind wir hier gelandet. Mit Pony. Mit Reiten. Und jetzt suchen wir hier eine blöde Ziege. Beziehungsweise, was heißt suchen? Wir versuchen an die Münze ranzukommen. Reiten habe ich für jeden Schaf frei, Reitmanöver für alle Schafs. Ja, habe ich leider nicht. leider. Dann machen wir trotzdem. Und noch einmal. Sehr schwache Reaktion. Muss nur das Intro spielen. Ah, ja. Das wundervolle Intro. Wobei mal geht's ja. Das erste Mal ist ja noch okay. Warum sind die Alert schon wieder so leise? Vakarius, Hallöchen. Einen wundervollen guten Morgen wünsche ich dir.
Und Ezio, auch dir vielen lieben Dank für dein Follow. Willkommen bei den Sanftpfoten. Macht's euch allen bequem. ich liebe die Emotes mit den Hexenhütchen. Leider sind sie nach Oktober wieder weg mit den Hexenhüten. Keine Angst, wir bleiben hier nicht die ganze Zeit. Wir haben nur noch 13 Hacken. Ah, hier gibt's Katzen, ich gehe wieder. Hey! Was hast du gegen Katzen? Wir sind ganz lieb. Wir schnurren nur etwas sehr viel. Zumindest wenn die Alteingesessenen aus ihren Katzenkörbchen steigen. Oh Gott, wie soll man 1000 Stück zusammenkriegen, ey? 224. Ihr wollt mich doch verkohlen. Ich komme meiner Ziege kein Stückchen näher, ne? Nicht ein Stückchen. Neun Dinger sind es nur noch. Neun. Da können wir im Breland weitermachen. Ah. Ja, ich bin mit meinem anderen Streaming-Geschah drin. Einem privaten und einem Streaming-Geschah. Aber da mein Kollege leider erstmal bis auf Weiteres verhindert ist, spiele ich mit dem Solo-Geschah. Verschluckt. Oh Gott. Trinken wir geleert so. So, verschwindet ihr mal? Danke. Wir haben im Hellen angefangen und das ist schon wieder dunkel. Juhu, neue Runde. Neue Runde, neues Glück. Oder auch eher Pech. So, wieder unsere Höhlenklaue. Unser Nifflein hässlich. Ich wollte gerade sagen, wie, du hast da nichts Gutes. Hey. Da kann ich doch nichts machen. Dann machen wir hier. Hey! So, Runde ist vorbei. Mein Darky muss doch groß werden. Okay, groß, so groß ein Zwerg werden kann. Innerlich sind Zwerge riesig. Die dürfen nur nicht geworfen werden. Ich glaube, hier finde ich nichts. Wir suchen uns eine andere Stelle. Ich habe gerade kein Glück mehr. Oder im Bad gezogen werden. Genau. Genau. Oh, was haben wir denn jetzt? Münzschnipser. Okay, das Emote haben wir auch noch nicht. Eine Münze schnippen. Mit diesem Gegenstand erlernt ihr ein neues Emote. Ja, geil. Ich möchte aber die scheiß Ziege. Hey. Ich möchte die Katze. Oh, das haben wir schon. Ja, toll. Nett. Ich mag es auch nicht, wenn mein Zwerg geworfen wird von Trollen. Oder Bäumen. Wieso von so einem Troll geworfen wäre? Das ist doch nett. So nett. Wer mag das denn nicht? Ich bin ein Baumkuschler, also. Wir Elben kuscheln immer mit unseren Bäumchen. Dann gibt da ganz viel Spaß dabei. Jetzt find endlich was. Komm schon, enttäusch mich nicht. Ah, okay. Gut. Ich geb's auf. 250. Jo, ein Viertel haben wir.
Ein Viertel haben wir, das gibt's doch nicht. Ja gut, den Rest machen wir dann. Mach ich dann später mal. Oh, ätzend. Okay, komm. Ich hab gesagt, dass alle Spitzhacken weg sind. Jetzt haben mich im Düsterwald so ein Troll von der Klippe gekickt. Zum Glück war es nicht tief. Aber ich musste den Berg wieder hochlaufen. Oh, scheiße. Es kommt jetzt drauf an, wie hoch war dieser Berg. Oh. Also, ich werde meistens nicht geworfen. Ich bin so blöd und falle selber runter. Ist mir neulich erst passiert. Ich dachte, oh, da geht's bestimmt weiter, ne? Das ist bestimmt einfach nur so ein kleiner Abhang. Buff. War ich unten. Nein, wir machen es jetzt nicht. Nein, 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 nein. Hallo? Spray bitte. Für Zwergenverhältnisse eigentlich nicht hoch. Ich bin nur voll zum Laufen. Wer ist das nicht? Zwerge sind aber auch nur gefährlich auf kurzen Entfernungen. Ich kann es mir vorstellen. Gott, warum hakt das hier immer so? Hi. Seid gegrüßt. Hi. Wie kann ich euch zurück? Hier will ich aber nicht hin. Jetzt reiten wir erstmal den Weg wieder zurück. Ey, nein. Reiten wir den Weg wieder zurück. Und haben Spaß dabei. Naja, man muss das so sehen. Wir haben immerhin zwei Emotes gekriegt. Wenn wir so ein Zierwerk dabei gewesen wären. Oder keine Ahnung. Irgendwas Schönes. Die Emotes will ich mir gleich nochmal angucken. Es sei nur so viel gesagt. Ich bin in MMOs immer diejenige, die alles haben möchte, was an Mounts und Pets so rumläuft. Das ist der Grund, weswegen ich keine Zeit mehr habe für Privatleben. Ich will alles haben. Das ist schrecklich. Das ist einfach nur schrecklich. Ich weiß nicht, woher meine Sammelwut kommt. Ich weiß es einfach nicht. Ah, hier ist eins. Und da ist das andere. Münzschnipser. Naja. Okay. Gut. So, guten Tag, Herr Stellmeister. Was benötigt ihr? Gar nichts. Ich lese erstmal Lotto am Morgen. Hallo, Luna. Nee, Lotto leider nicht. Lotto wäre aber auch geil, ne? Zumindest, wenn man was gewinnt. Ich hoffe, du hast gut geschlafen, Luna. Naja, klingt nicht so. Ich bin nur so einer. Mach lieber BDTL schnell voranzukommen. Alle paar Stunden aufgewacht. Oh, scheiße. Ja, ich weiß gar nicht. Ich bin... Bis 23 Uhr habe ich geschlafen. Dann war ich bis kurz vor 1 wach. Dann habe ich nochmal 1,5 Stunden geschlafen. Dann habe ich jemanden in FF14 ja die Sachen da getankt. Die ersten 3 Dungeons. Dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Ich glaube, da war es 4. Ungefähr. 3. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Dann habe ich bis um 9:30 geschlafen. Und um 8 war ich einmal ganz kurz wach. Also es war auch eine sehr unruhige Nacht. Und dabei wird es heute noch ein langer Tag. Wir sind nachher auch noch auf dem Geburtstag von meinem Opa. Und ja, ich muss auch Geschenke einpacken. Deswegen streame ich jetzt auch vormittags und nicht abends. Weil für gewöhnlich ist sonntags immer so der Tag, wo wir Golfe, Dead by Daylight, FF14 und den ganzen Kletterer spielen.
Ich habe mir jetzt aber spontan für ESO am Vormittag entschieden. Ist ja auch mal schön. Ich will weiter suchen. Muss ich nur die Quests sortieren. Online-April. Das kann ich jetzt mal rausnehmen. Das kann ich drin lassen. Das kann ich auch erstmal rausnehmen. Perfekt. Ich weiß, ich könnte das auch hier rüber machen. Gibt es, glaube ich, auch so einen Button für. Ah, mein Frühstück. Ah, danke. Gürkchen. Wo hast du Gürkchen her? Wir hatten noch eine Gurke? Wie geil. Ich liebe Gurken. Blöd, Mann. Lecker. Danke. So, mein Männer hat mir was runtergebracht. Brötchen. Brötchen einmal mit Frischkäse und Gurken und einmal mit Ei. Voll lecker. Danke, Luna. Ja, ich habe heute noch nichts gegessen. Bin noch nicht so lange wach. Und das nächste gibt es halt erst heute um 18, 18.30 Uhr. Weil meine Großeltern halt immer gern zu festen Zeiten essen. Deswegen, ich brauche vorher was. Danke, ihr Lieben. Frischkäse von Frisches. Luna, das klingt sehr zweideutig. Bockland-Ausläufer der neugierigen Hobbits. Ja. Aber ich finde das Bockland eigentlich voll schön. Ich weiß, obwohl ich hier das erste Mal durchgeritten bin. Und ich einfach nur so viele bekannte Stellen aus dem Buch gesehen habe. Die man halt vorher immer nur gelesen hat. Dann sieht man die und das ist so toll. Wie zum Beispiel die Bockenburger Fähre. Finde ich halt auch mega. Die da hinten irgendwo liegt. So, irgendwo hier. Warte mal, da hinten müsste woanders sein. So war es dieser nicht gemeint. Weiß ich ja nicht. Das Tor zum Altenwald. Ja, oder Krickloch. Das Haus von Beutlin in Krickloch. Das hier müsste es, glaube ich, sein. Ja. Ja. Mit der kaputten Hobbit-Höhle. Hieß der nicht im Buch oder irgendwo der alte Dick? Der Dick? War da nicht irgendwas? Ich weiß gar nicht mehr genau. Viel Spaß im Lurk, Luna. Halt den Katzenkorb warm. So. Ja. Hallöchen. Ja. Ja. Steht ein besiegter Hobbit. Ein besiegter Hobbit? Ah ja. So, ich nehme auch mal alles an. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Ja. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Hi. Wie ist das Wertebefinden? Gut. Ich müsste mich nur drehen und das Buch vom Nachttisch nehmen, um nachzugucken. Ja, ich müsste dafür leider hochgehen. Die Hauptbücher der Reihe stehen alle oben in meinem Regal. Hier unten stehen... Oh, der Fall von Gondolin auf jeden Fall. Ich glaube, das Silmarillion steht hier unten. Und noch irgendeins. Und oben habe ich dann halt auch noch den Hobbit und so stehen. Und Herr der Ringe auf Englisch. Müsst ihr irgendwann auch mal weiterlesen. Zumindest versuchen. Mein Englisch ist ja unter aller Sau. Enk und Bär ist mal zu lesen. Kann ich? Hab ich? Okay, nee. Gerade nicht. Ich hab nichts mehr gesammelt? Schafft nicht. Jetzt bin ich gerade vor mir selbst enttäuscht. So, einer fehlt noch. Da! Hi!
Ist er hier am Pennen, ey? Bockenburger Fähre. Oh. Jetzt hier auch dir viel Spaß im Lurk. Und halt auch du das Körbchen warm. Ja, und hier ist, glaube ich, das Brandyschloss, ne? Ja. Ah, sehr geil. Das fand ich damals so schön. Mit den ganzen Blümchen. Okay. Das Kind als Erinnerung. Von Kindheitserinnerung. Ich war 17, wo ich das erstmal gespielt habe. Jugenderinnerung. Nee. Die Hackenbaum war gerade nicht kaufen. Bingo, Hallöchen. Einer der nervigsten Questgeber, die es gibt. Wie behält Priska die Kinder alle gleichzeitig im Auge? Eine sehr gute Frage. Was wir machen? Anscheinend sind alle Kinder wieder zurück. Wo hat Priska die Zeit für all diese Hobbits hergenommen? Und wie behält sie alle gleichzeitig im Auge? Ich möchte, dass ihr mir etwas versprecht. Sollte ich im Verlauf dieser Reise irgendwann beschließen, Kinder haben zu wollen, erinnert mich an meine Base Priska, dann überzeugt mich eines Besseren, wenn nötig, mit Gewalt. Ja, klar, weil das bei Bingo auch was hilft. Du machst ja trotzdem. Ich muss zugeben, dass sie vergessen hatte, wie viele Söhne und Töchter Priska hat. Ich werde versuchen, mir all ihre Namen zu merken. Als ich das letzte Mal vor einigen Jahren hier war, hat eine von Priskas Töchter mich nachhaltig beeindruckt, weil sie so abenteuerlustig war. Was sie wohl von meiner jetzigen Reise halten würde? Sie hatte einen blumigen Namen, glaube ich. Vielleicht Ringelblume? Ja, das war er. Aber wo ist die kleine Ringelblume? Bingo schaut auf die Ansammlung von Buffins und sein neugieriges Lächeln schwindet langsam. Boah, tut mir wirklich leid. Aber ich glaube, wir haben eine vergessen. Nett. Hi. Wir haben jemanden vergessen. Toll. Ringelblume ist in letzter Zeit immer tiefer in den alten Wald vorgedrungen. Ihr habt recht, ich kann Ringelblume nirgends finden. Aber das ist nichts Ungewöhnliches. Sie spaziert immer umher. Sie hat sich ein Holzschwert gebastelt und hält sich für eine Heldin. Könnt ihr das glauben? Sie ist in letzter Zeit immer tiefer in den alten Wald vorgedrungen. Und manchmal bringt sie Pilze und andere Leckereien für unsere anderen Kinder mit. Aber dort ist es gefährlich. Sie erzählt von Fledermäusen, Wurzeln und Wölfen. Wenn ihr sie wirklich im alten Wald suchen wollt, werdet ihr euch früher oder später damit auseinandersetzen müssen. Okay. Bingo-Reihe ist echt gut gemacht. Dort habe ich echt das Gefühl, mein eigenes Teil ja zu spielen, wenn man Teil einer Gemeinschaft ist, wie wir später bei den Waldläufern. Also bisher finde ich es halt auch cool. Das Einzige, was dann halt so ein bisschen nervig war, wo er seinen Spazierstock und was hat er noch vergessen? Seinen Rucksack, seine eine Tasche, wo du dann quasi von Michael Winge bist du losgegangen und dann hieß es, geh wieder zurück. Und du denkst dir nur so, nein, ist das jetzt dein Scheiß ernst? Dann wieder zurück. Dann denkst du, okay, der Kerl hat ja jetzt alles. Und dann musst du nochmal zurückgehen. Und du denkst dir einfach nur so, Alter, hast du sie noch alle? Geht's noch? Also das war so das einzig Nervige. Aber sonst finde ich es auch echt cool. So ab diesem Abschnitt hier finde ich es echt richtig cool. Alles, was im Auenland war, dachte ich auch nur so, Alter, was haben die sich dabei gedacht? Hier ist ein Riesenwald. Hol dir einen neuen Stock. Weißt du, statt sich einfach einzuschnitzen? Nein. Nee, ich hänge so sehr an dem Stock. Bitte geh noch mal zurück. Für mich ist der Weg jetzt zu weit. Wenn ich jetzt noch mal zurückgehe, dann gehe ich nicht noch mal los. Damals, wo ich das erste Mal gespielt hatte, hatte ich noch kein Pferd. Und ich dann zu Fuß wieder zurück. Fuß hin, zu Fuß wieder zurück. So ist es jetzt. Okay. Nicht schön, aber es ist okay. Jetzt, wo ich reiten kann. So. Thank you.
Hier, mein süßer kleiner Bär. Hier, Meister Pets. Ach ja, die Pilze. Es gibt hier auch noch Pilze. Ja, komm, wir machen erst die Pilze. Die sind hier gerade. Brauchen wir die Wölfe nicht auch noch? Ja, brauchen wir. Ich freue mich auch schon riesig drauf vor, ist der alte Wald. Wenn wir da hinten in das Wäldchen reingehen. Ich habe halt die Herr-der-Ringe-Bücher so geliebt, ne? Und als ich das erste Mal dann tatsächlich Herr der Ringe gesehen habe und Tom Bombadil gefehlt habe, war ich richtig enttäuscht. Tom Bombadil und die Hügelgräberhöhen. Und umso begeisterter war ich, als es das hier alles drin gab. Und ich also das erste Mal Tom Bombadil sehen konnte. Ja, Tom hat gefehlt, ja. Also die Filme sind echt schon gut. Sind auch meine Lieblingsfilme. Aber im Vergleich zu den Büchern... Na gut, in Büchern kann man noch mehr reinschreiben als im Film. Wo es ja schon gesplittet wurde. Aber trotzdem. Ich meine, Tom, wie kommt denn man auf Tom verzichten? So, alles, was halt vor der Abreise im Auenland bis, ja, bis Bre. Das hatte mich also sehr gestört. Ich höre auch heute noch das Hörbuch dazu. Also, das Spiel ist es, glaube ich, eher. Höre ich meistens also zum Einschlafen, wenn ich keinen Bock mehr habe zu lesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mit Rufus Beck damals noch. Matthias Hase. Ich weiß gar nicht, wer da noch alles mitgesprochen hat. Ach ja, Kindheitserinnerung. Zugeben, ich habe HDR nicht durchgelesen. Türkin hat was Tolles erschaffen. Keine Frage, aber es ließ sich teilweise echt träge. Kam nie über Buch 2, Band 2 hinaus. Ja, es ist schon schwierig. Es ist schon schwierig. Dafür das erste Buch viermal gelesen. Ja, das erste Buch habe ich auch sehr, sehr oft gelesen. Ich habe es einmal geschafft, alle Bücher durchzulesen. Einmal. Das war aber auch das einzige Mal. Deswegen, Band 2 und 3 sehen aus wie neu. Also ich habe ja so in 3 Teile gesplittet. Und in diesen Teilen sind ja auch nochmal Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4. So, und die letzten beiden sehen super aus. Wie neu. Kein Kratzer. Nichts. Das erste, total abgegriffen. Leserillen. Buchrücken geht schon fast ab. Ich muss mir bald den ersten Band nochmal neu kaufen, weil ich den so oft gelesen habe. Das ist echt heftig. Aber ich finde auch, der erste Abschnitt der Bücher ist auch mit so der beste irgendwie. Aber ich habe mir dann irgendwann halt gesagt, gut, okay, dann holst du dir halt das Hörbuch. Dann bleiben deine Bücher verschont. Ich habe die Ausgabe mit der schlechten Übersetzung. Muss mir mal die aktuellere zulegen und das noch einmal versuchen. Ich weiß gar nicht, welche ich habe. Es sind auf jeden Fall, meine Eltern hatten damals die ganz alten. Die waren noch gebunden. Sahen auch mega cool aus. Ich hatte dann diese grüne Ausgabe. Die war fast 1:1 zu der gebundenen damals. Die gebundene hatte halt, ich glaube, 6 Bände. Die war, glaube ich, aus den 70ern oder 80ern. Und meine ist halt diese grüne. Die war eigentlich ganz gut. Und dann gibt es ja, glaube ich, noch eine schwarze. Und ich meine noch eine. Die Grüne habe ich auch nur das Sam-Foto Chef nennt und nicht ja. Stimmt. Stimmt. Aber die Grüne fand ich tatsächlich noch in Ordnung. Ich hatte auch schon eine schlechtere. Da hatte ich aber nur den ersten Band vor. Und dann habe ich die Bücher nochmal auf Englisch. Zumindest Band 1 und Hobbit habe ich auf Englisch.
Den Hobbit habe ich mir damals in Amsterdam gekauft. Die hatten keine deutschen Bücher. Da ich aber unbedingt den Hobbit lesen wollte, habe ich gedacht, komm. Versuch's auf Englisch. Du kennst die Bücher in- und auswendig. Dadurch, dass ich die deutschen Bücher in- und auswendig konnte, konnte ich auch das Buch gut lesen. Weil ich halt ganz genau wusste, was da steht. Nur manches muss ich dann halt wirklich nachlesen. Pilze. Ich hasse Pilze. Okay, es ist scheinbar gerade irgendwas was passiert. Wir brechen hier einmal ganz kurz ab. Und ja, alles gut. Und ich werde einmal kurz gucken, dass ich euch kurz woanders hin raide.